Moinsen, Kollegen, und willkommen zurück zu Dead Space 3 mit unserem niedlichen Goldjungen und dem Knüppler. So. Nochmal den verschwendeten Schuss nachladen. Egal, ich habe ja genug. Ja, bitte öffnen. Was war hier? Hey, denken Sie an Ihr Chinese-Modul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Ach, die ist das. Ja, stimmt. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Ja, das, was wir auch schon ein paar Mal versehentlich gemacht haben. Ich habe mit diesem Trick schon 3 Stunden überlebt. Und bam. Ab reinschießen. So wie immer halt, ne? Währenddessen flitzen hier um uns herum die Frachtteile durch die Gegend. So, und da sehen wir auch nochmal den Tipp. Aufspießen, setze Chinese ein, um feindliche Gliesmaßen zu packen und wegzuschleudern. Das tun wir dann auch. Gelegentlich. Moment, die Stelle erinnert mich an was. Das meinte ich nicht. Oh, Moment, ein bisschen leiser machen. So. Ich hoffe mal, weil ich meine mich nämlich zu erinnern, dass genau wenn ich diesen Bogen hier betrete, ein Fehler im Spiel aufgetreten ist beim letzten Mal. Und ich hoffe mal, dass das diesmal nicht der Fall ist. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und es passiert zum Glück nichts. Gut, dann war das nur ein temporärer Fehler damals. Na dann, nachladen, Tür aufmachen, ab in den Frachtraum. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Ich finde es irgendwie interessant, dass nach über 200 Jahren hier immer noch alles automatisch verladen wird und all das. Das wundert mich ehrlich gesagt. So, und jetzt sind wir an dieser Tür hier rausgekommen, wo wir vorhin nicht reinkamen. Hier ist jetzt auf einmal alles umgeschmissen. Hier kam man nämlich raus. Die Kiste ist schon wieder da. Bam, bam. Natürlich Medikits, was denn sonst? Die Kiste da hinten auch noch. Jo, die Lichter wieder. Und gucke mal, wer da ist. Gucke mal, wer da ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich da runtersteige, soll ich dann die Waffe hier nehmen und doch mal lieber meinen Knüppler ausprobieren. Für den Nahkampf. Na, ich weiß nicht so. Aber ich bleib mal bei der hier. Schade, dass man hier nicht zwischendurch abspeichern kann, sonst würde ich es nämlich jetzt einfach mal ausprobieren. Und da bricht er aus. Und reißt sich dabei leider keine Körperteile ab. Scheiße! Das Vieh regeneriert sich! Wie willst du es dann umbringen? Werde ich nicht! Jetzt brauchen wir viel Stasi. Und ich kann euch schon verraten, das Vieh wird uns jetzt noch einige Zeit begleiten. So wie in Teil 1 und am Ende in Teil 2. Türchen. So. Das noch schnell mitnehmen. Rein da. Schau mal auf. So, jetzt sind wir hier, glaube ich, erstmal sicher. Meine ich zumindest. Ja, werden wir sehen. Wenn wir gleich von hinten angegriffen werden. So, kompaktes gerichtetes Ejektionsfeld haben wir bekommen. Wir können die Waffe upgraden. Wie viele Platinen habe ich eigentlich? 2 Nachladen, 1 Feuerrate, 2 Schaden, 1 Clip. Soll ich das mal machen? Schaden, Feuerrate, Clip. Oder soll ich doch mal lieber... Oder soll ich es doch erstmal lassen? Auf jeden Fall an Gesundheit mangelt es mir nicht. Und zur Vorsicht packe ich mir die nochmal ein. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass es gleich haarig wird.
So, jetzt sind wir hier wieder an der Bahnstation. So. Jetzt müssen wir nämlich hier die Bahn erstmal wieder anpassen. Da ist der Kollege auch schon wieder. Wenn ich gerade etwas ruhiger bin als sonst. Supi, Stasis ist leer. Lade ich mir nochmal schnell auf. Und jetzt nur noch darauf warten, dass der Zug auftaucht. Runter, geh runter von mir. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Ja, du hast leicht reden. Da ist der Zug, Hey, läuft doch besser mit der Nahkampfwaffe bei dem, als ich dachte. So, jetzt werden sie sich regenerieren. Aktivieren. Lief aber echt besser, als ich dachte. So, wir sind jetzt in der Bugstation, können auswählen Mittelstation und Achterstation. Ich weiß schon, wo wir eigentlich hin müssen, aber ich gehe... Na, wir können auch erstmal nur die Mittelstation auswählen. Na dann, hin da. Gott, ich hasse diese Dinger. Okay, ich bin jetzt beim Zug. Offenbar hält er an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Okay, wir sind jetzt hier auch schon an der Mittelstation. Kommandoturm. Con Tower Station, Terra Nova Team Service. So, jetzt befinden wir uns schon am Kommandoturm und ich glaube, ich nehme mal die Munition und ich mache die Station jetzt einfach mal. Aber hier kommen wir leider nicht rein, da brauchen wir einen Schlüssel für. Und hier hacken wir mal eben das Terminal. EI. So, nein, so. Tap. Wie gesagt, das ist noch relativ einfacher. Ach, was mache ich denn? So. Zack. So, und jetzt zack. Fertig. Wie gesagt, hinterher wird es noch schwerer. Und ich sag das irgendwie immer wieder, ne? Immer wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Naja, lassen wir das mal. Ich wechsle mal wieder hier drauf. Und da haben wir eine konische Streuung. Und Schlüsselkarte zum Kommandoturm. Yo. Liegt hier sonst noch sowas? Eine Audionachricht. Optionale Mission erhalten, bla bla bla. Wir wissen schon. Tut mir leid, Tucker. Du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Und tun wir es nicht, schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Sie müssen es nicht erfahren. Es tut mir so leid. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Oh, böse. Naja, wir haben jetzt die Karte und können jetzt in den Kommandoturm rein. Das tun wir dann auch mal. Karte einstecken und der Aufzug ist aktiviert.
Ja, bitte rufen. Und drauf da. Ich sehe dich. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Interessant. Uns hat gerade einer kontaktiert auf einem Schiff, auf dem es nur Necromorphs gibt. Nein. Bam. Nochmal draufhauen, damit es auch wirkt. Regel 23. Vergewissere dich immer, dass sie tot sind. So. Das wollte ich gerade sagen. Ach ja, auf einem Schiff, auf dem seit 200 Jahren kein lebendes Wesen mehr war, kontaktiert uns hier auf einmal einer. Kommt schon irgendwie merkwürdig, oder? Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du jagst mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier eine Armee, die das Gegenteil behauptet. So, das wird jetzt auch noch spaßig. Wir haben jetzt die Wahl Treppe oder Leiter. Ich nehme die Treppe. Und diese Dinger könnten auch noch nützlich werden, obwohl ich benutze die eigentlich so nicht. Ja, ich weiß, sie sind nützlich und ich benutze sie nicht. Egal. Und da sind übrigens Sprengladungen angebracht. Und da sollten wir uns mal lieber vom Fernhalten. Wenn wir hier noch alles einsammeln vorher. Und zur Info, wenn wir die Leiter rausgenommen hätten, wären wir direkt da oben angekommen. Aber ist ja eigentlich Schnuppe, ne? So, jetzt gehen wir mal hier durch. Energiestörung. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Das meinte ich nämlich. Achtung, Kontamination registriert. Abregelung aktiviert. Okay, das Vieh ist schon so erledigt. Ach, Hallöchen. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich danach um, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Ja, das wäre ratsam. Okay, bei der Waffe wäre es doch nützlich gewesen, die Clip-Anzahl zu erhöhen. Hallöchen. Ah, das war leider zu spät reagiert. So, taste jetzt davon. So. Knüppel ich mal so weg. Du komm mal schön her. Yeah. Nahkampfwaffen geworden. Hier wäre eine erhöhte Reichweite nicht schlecht. Kontamination. Quarantäneabregelung aktiviert. Nochmal draufhauen. Draufhauen, sagte ich. So, war es das jetzt? Dann. Jetzt aber, ne? So. Jetzt mal hier schön hacken und überbrücken. Da. So. Na, da war's. Ja. Überbrücken so. Akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Wenn noch einer leben würde und wenn das hier auch mein Schiff wäre, dann würde ich es glatt machen. Aber geht leider nicht. So, das haben wir überstanden. Tschüssi, Kollege.